Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia: The Chronicles Edition. In der letzten Folge hat uns Zylos verraten. Mein Gott, das hat uns alle schwer getroffen. Wir haben es überhaupt nicht kommen gesehen und hat dafür gesorgt, dass Colette entführt wird von dieser Polymer-Olm. Ja, sehr schöne Ereignisse und wir werden jetzt natürlich Colette suchen und mit Zylos weiß was ich anstellen. Aber vorher gucken wir uns dieses Kit an, das wieder aufgetaucht ist, offscreen. Okay. Das war ein bisschen nicht so, ja, notwendig. Okay, dann, ich will mal die Gruppe ein bisschen ändern. Rain, Nullify, Purify. Okay, ja. Er muss noch Ground Dasher lernen. Ich weiß, ich bin jetzt schon wieder mit dem Training dran, aber er hat gar nichts mehr, was er lernen kann. Das ist so gut. Das heißt, du kannst raus und tust irgendwie mit deinen Angriffen so viel. Du hast auch keine TP mehr und so. Genau, Regel möchte ich aber auch nicht unbedingt steuern. Triple Rage Kick. Okay, mal mit Passeier. So, und ich habe auch Spiel mal hier wieder nachgeguckt. Und zwar Kombination aus Destruction Devastation, Eternal Devastation. Devastation, tut nur 8, okay. Und was noch? Destruction, ne? Was? Wo hab ich denn hier? Kombination aus Destruction Devastation. Weiß ich nicht, vielleicht mal auf 100 versuchen? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich werde schon rausfinden. Also sicher lernen wir ja alles mögliche, deswegen wird schon irgendwie klappen. So, ist irgendwie wieder so was, wo ich einen Ring hier machen kann. Komm nur mal her. Ich möchte nicht schon wieder in den nächsten Boss reinrennen und kaputt gehen. Das war der falsche Anlauf. Was zum Teufel? Ist das ein Monster? Eine kleine Viecher? Ja, das hat mich getroffen. Doch hat's. Komm schon, irgendwas, bitte. Verdammter Dreck! Ich hab's nicht gemacht. Außerdem tun die Angriffe nicht so viel verbrauchen. Hab ich überhaupt irgendwas hier? Was? Aua. Was? Ist er kaputt gegangen, als er mich geschlagen hat? Na, hab ich jetzt dieses Ausrüstungsding, was mir mehr Geld gibt? Okay, Regler, die sehr gut. Mal zum Glück habe ich ihn neu ins Team mitgenommen. プリオリティーン。私にか。あなたが一番冷静そうだからよ。この先は危険だわ。命の優先順位を決めておかなくては。なるほど。ロイドが怒り出しそうな話だな。ロイドは死守しなければ。最終決戦で未知の力を持つミトスと対峙するには。ロイドの特別だという X フィアか。 Warte mal. Da gerade so was eingefallen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was mit der Mutter war. Oh, sehr schön. War die eine Elfe, eine Halbelfe? Weil dann müsste doch Leute irgendwie auch Blut haben in sich, um das Schwert da benutzen zu können. Oder? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das mit der Mutter war. Dennis hat Bedenken. なんだか胸がざわざわする。どうしたんだ？うん。不安かな。どうしてだろう。みんなが いざとなったらみんなで力を合わせればいい。そうだね。そうだよね。 Ja. Auch dieser dreckige Bastard hier verraten hat. Ja, jetzt hab's gesagt. Was? Hier kann ich sowieso nicht, ne? Springen. Doch kann ich. Wow. Ist schreckt das Herz in die Hose gerutscht. Anscheinend verfügt dieser Übergang nur in der Mitte über einen Schütze. Es gibt aufgrund dieses Gewichts
wenn wir uns etwas finden können, womit wir ihn herunterdrücken können. Ja, okay, wir sind ja 6 Leute in einem Gewicht, ne? Wie wäre es, wenn wir uns in 2 Gruppen aufteilen würden, von denen einer das Gewicht ist? Und wie sollen wir dann unseren Weg gemeinsam fortsetzen? Wir sollten uns etwas anderes einfallen lassen. Was ist los bisher? Dieser... Aha. Ich verstehe, das sieht aus, als könnten es funktionieren. Keine Ahnung, was sie meinen. Wollen die jetzt auf die Brücke das Ding stürzen lassen oder so? Das wird doch gar nichts bringen. Diamantenschienen. Aber ich finde das immer so schön, wenn man neue Sachen bekommen hier. So ausrüstungsmäßig, das ist immer so wie Weihnachten. Da hatten wir gerade Weihnachten. Aber ja, weiß nicht. Wir haben ja Waffen irgendwie viel mehr Bedeutung als in den anderen Tests aufspielen, finde ich. Da sind die irgendwie nur so Dekoration, da hängt irgendwie alles mehr von den Fähigkeiten und all sowas ab. Wir haben so Waffen wenigstens noch Bedeutung, da finde ich gut. Und habe ich jetzt genau dasselbe nochmal gemacht. Warte mal, kann ich nicht einfach nach oben laufen dann? Ja, wie soll ich denn da oben hinkommen, hallo? Versuchen wir nochmal. Blurk. Ja, wenn ich da oben hingehen könnte. Okay. Das macht total Sinn. Aber that seems legit. Da kann ich nicht ran. So. Wack. Okay, also jetzt nicht. Wie kommen wir da oben am besten hin? Jetzt sind immer noch nicht, was die mit diesem Stein vorhaben, wollen die den als Katapult. Wieso kann ich das nicht ganz hinten benutzen oder was? Wutig mal. Geh auf den Gegner los, wird immer als erster getroffen. Immer. Und diesen Drehangriff. Ja, sehr schön. Schon wieder kaputt gegangen, als er Gennis geschlagen hat. Okay, sehr schön. Aber mehr dagegen schießen und schon klappt's. Sehr schön. Erstmal wieder seit langem, dass wir Feuer benutzen müssen, um irgendwas zu töten. So, da kommen wir nach oben. Dann gucken wir mal. Oder hinkommen. Wenn wir jetzt hier runterkommen, dann müssten wir doch irgendwo da ankommen oder prüfen. Ach, da ist diese Tür, okay. Dann müssen wir wieder zumachen, dann soll ich das machen. Warum? Warum? Wusch. Wahrscheinlich tun die ganzen Ranken da wieder nachwachsen, ne? Wenn ich irgendwann aus dem Raum rausgehe und dann wieder reingehe. Ja, diesmal nicht. I am intelligent. So, jetzt geh bitte kaputt, bevor ich aufteilt. Das wär, oh. Biest euch. Ein Viech ist immer noch mit. Au. Ah, sehr gut. Level Plus maximal KP erhöht und Truhe Waffe Rüstung Himmelsrobe, sehr schön. Hier und hier, nee, nicht da. Wow. Dann hier, ja. So, dann weiß ich nicht. Ja, so ein großes Gebiet, ja. Ich werde mich verirren. Das ist ein Fakt. Energietabletten. Davon werde ich ganz viele bauen. Ich hoffe, ich kann die irgendwann kaufen. Ist immer gleich. Ich versuche irgendwo lang zu gehen. Ich denke, ich schaffe das, aber dann geht das nicht. Jetzt will ich direkt in die aufteilen. Du. Grinst mich nicht so blöd an. Ah. Okay, sehen wir Auto.
wollte schon wieder sagen. Tanzt sie da? Aua. Ah. Ja, voll Overkill für das kleine Vieh. So, ich habe Dingens. Ich habe, weiß ich nicht. Nutz 1. Das macht Sinn. Warum zählt das nicht außerhalb des Kampfes? Aha. Das ist der Stein. Oh mein Gott, der Giant Rock. Phönixgewand. It's a rock. It's giant. Hier. Und hier. Okay. Umhang mit Phönixfedern. Was? Kann nämlich wiederbeleben. Okay. Dann. Wie kommen wir jetzt dahin? Geht doch jetzt gar nicht mehr rüber, oder? Au. Au. Ja, schon leicht tot, oder? Er sagt sogar den gleichen Spruch. Verdammt! Ideo Kamino Ikaseje. Indigo Nation. Er sagt sogar den gleichen Chant. Sehr gut. Ah, ich mag es. Ich mag den Zauber. Es ist ein riesiger Blitz, der auf die Gegner einschlägt. Hallo? Wer mag das nicht? Er ist gigantisch. Und da sind zwei Truhen. Geil. Sternenrüstung und Erfahrungsgeber Level 4 hat, glaube ich, jetzt hier schon, ne? Ja. Phoenix. Rüstung. Nenn ich Phoenix Rüstung. Sternenrüstung, mein Gott. Hier, ja. Sehr gut. Ganz dicken Rüstung kann ja nur er und unser anderer Begleiter, ehemals bekannt als Zelos, tragen. Also ja. Hat doch noch Leute. Aber mit dem haben wir schon alle Angriffe. Deswegen warten wir erstmal. Die anderen haben mit Priorität. Wir haben ja gesagt, einige Charaktere müssen Prioritäten haben. So, was? Was passiert, wenn wir jetzt da wieder hingehen? Mein Gott, kannst du mal aufhören mit deiner Brut hier? Ein Schleichen. Ich brauche ein stärkeres Lightning. Warte mal, ich hab mir jetzt mal ausgehen an. Aua, gesehen. Im Menü. Ja. Hey, ich bin Grü, na? Hier. Warte mal, wo ist es? TP braucht mal ein Drittel. Ah. Brauche ich jetzt nicht so. Hier, das hier. Fängt die für einen Zauberspruch erforderliche Zeit. Jo. Bams. TP brauche eigentlich nicht. Sparen. Aber irgendwie sowas, was. Weiß ich nicht. Kampf regelmäßig 1% der TP, das reicht doch. Wenn er ja so viel hat, reicht das auch wieder. Das auch, ja. Besseren Mann, ja. So, TP Verbrauch könnte, weiß ich nicht. Ja. 50%, ja. Ring der, was war noch mal? War noch mal. Und ein Ringwert hier. So. Die haben schon so viel TP, die ich glaube nicht, dass die auch brauchen. Oder? So. Da war auch noch irgendwas, ne? Da sollten wir auch mal hingehen. Da war da, wo der. Ach, hier war das. Ja, jetzt können wir da oben hin, ne? Das ist mir schon klar, aber. Kommen wir jetzt in die Mitte hin? Oder kommen wir so zur Mitte hin? Ne. Was?
Ach so, okay. Ah, das ist die Mitte und oben. Da muss ein Speicherpunkt, glaube ich. Sternen Panzer, das ist bestimmt eine Rüstung, ja, ne? Ja, yeah. Ja gut. So, hier irgendwas? Nein, okay. Ach, ist kein Speicherpunkt, das ist ein Dingens. Ein Warp. Weil wir nicht mehr zurückkommen, ne? Okay, wenn ich da drauf gehen würde, dann würden wir wieder in die Mitte landen. Was? Wo bin ich denn hier jetzt? Da wollte ich noch nicht hin. Was geht hier vor? Oh Mann, was? Engel? Na kommen Sie. Ich kann noch mal zurück. Was wollt ihr denn? Okay, ich glaube, das bringt es jetzt nicht mehr. Erstmal einfach nur ein. Ich möchte diesen einen Angriff mal hier einsetzen. Ein bisschen auf da. Mass Devastation. Der Angriff kommt mir irgendwie bekannt vor vom Namen. Whoops. Thema ist der Leckmeier. So, komm. Oh, einmal getroffen. Okay, Übung. Naja. Ja, das sind unendlich viele. Schlag dich zu dieser Passage durch. Alles klar, welche Passage? Zeigt mir doch mal, wo ihr hin wollt. Was? Riegel! Ey, mach keinen Scheiß, ey. Ich halte sie auf, beeil dich. Du weißt, dass ich dich nicht zurücklassen kann. Wir haben keine Zeit, du weißt das. Du bist der Einzige, der Colette retten kann. Ich weiß das, aber ich kann meinen Freund doch nicht im Stich lassen. Das tust du auch nicht. Ich war schon einmal nicht in der Lage, jemanden zu retten, der mir wichtig war. Aber dieses Mal werde ich Erfolg haben. Ihr werdet meine Freunde beschützen. Riegel! Leute, rette Colette. Alles klar. Riegel, stirb nicht. Ich will nicht denselben Schmerz allein wie du. Hörst du? Hey, du machst es einem wirklich nicht einfach, Leute. Es tut mir leid, Alicia. Sieht so aus, als ob es noch eine Weile dauern wird, bis ich zu dir stoßen kann. Und setzt seine Arme ein, dann ist alles okay. Ihr kommt hier nicht vorbei. You shall not pass. Oh Mann. Ich habe den Rest noch nicht erkundet. Nur ganz nebenbei. Ich meine, ja, Robbie Riegel mache ich mir auch Sorgen. Natürlich. Aber die können mir ja nicht hier alle wegsterben, oder? Das können sie nicht, oder? So, weiß ich nicht. Okay, China hat glaube ich auch nichts mehr, was sie jetzt lernen kann, ne? Doch, Demon Seal. Yay! Dann ausgetauscht. So, Wehe Presser geht auch noch. Das Effekt komme ich hier hin. Bin ich denn jetzt schon wieder? Sag mir nicht, dass hier schon der richtige Weg, ey. Dann ist die ganze Zeit über den richtigen Weg zu stolpern. Das sieht mir schon verdammt richtig aus. Ich gehe lieber zurück, ich habe Angst. Oh Mann. Hoffentlich kann ich den Ort nochmal besuchen. Weil wenn da genauso geile Sachen sind, wie die ich gefunden habe, dann möchte ich doch ein bisschen erkunden, wie zum Beispiel hier. Oh, jetzt gehen wir Level 3. Yay! Ist was? Nein, okay. Ist das Gefühl, gibt es nicht mehr so viel. Den hinteren Bereich noch nicht so erkundet. Schamanengewand. So, das klingt wie irgendwas für Genis. Oder auch nicht. Oder Dingens. Genau. Ja. War. Ich
du was? Heilung, Heilung, brauche ich. Aber jetzt kommt noch irgendjemand, der sich hier opfern wird oder trennen will von uns. Dann haben wir nur noch 4 Charaktere oder so. 4 Charaktere müssen wir ja mindestens haben. Das heißt, einer macht bestimmt irgendwie jetzt noch irgendeinen Scheiß. Weiß ich doch. Oh Mann. Das ist eine lange, lange Treppe. Zünd dich an. Verdammt. So, wo jetzt. Ja. Noch weiter nach unten hier oder was? Hä? Kann man hier runter? Nee. Okay, wo jetzt lang? Ach da. Oder? Ja. Oh nein, China. Wow. Ding lässt uns nicht durch. Warte mal. Das Ding sieht nach Resten von früher aus. Du meinst den göttlichen Baum? Ja, ohne Zweifel. Tritt einfach zurück und überlass das mir. Verbündete des ewigen Eises. Hammer des göttlichen Blitzes. Diener von Mutter Erde. Gesandter der Finsternis. Oh ja, die Geister von Tetala. Ich befehle euch, tretet vor meinem Angesicht und entfesselt eure Kräfte. Hey, was machst du da? Meine Version des Mana-Kanone. Naja, sie wird nicht mal annähernd so mächtig, aber sie sollte ausreichen, um mit diesem Ding fertig zu werden. Leute, wenn ich dir das Zeichen gebe, läufst du nach unten, verstanden? Alles klar, aber was ist mit dir? Ich bleib hier. Ja, keine Sorge, ich komme schon zu euch. Mach dich bereit. Los geht's. Oh Mann. Jetzt! Ha! Ah. China, bist du okay? Ja, alles in Ordnung. Das war unglaublich. Puh, aber verlange nicht, dass ich das nochmal tue, okay? Es hat mein ganzes Mana ausgesaugt. Ich ruhe mich nur für einen Moment. Ah! China, warte ich! Stimmt etwas nicht? Warum lachst du auf einmal? Ich habe mich nur erinnert, wie wir uns das erste Mal getroffen haben. Anscheinend neige ich sehr dazu, in Löcher zu fallen. Halte noch etwas durch, ich bin gleich bei dir. Mach dir um mich keine Sorgen, beeil dich einfach und rette Colette. Es ist nicht die Zeit, um die Harte zu spielen. Ich spiele nicht. Es ist genauso wie letztes Mal, als ich durch diese Falltür in den Tunnel gefallen bin und es dann mit euch aufgenommen habe. Und dieses Mal verpasse ich das Hauptereignis nicht. Weh, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst. Aber natürlich, lass mich ja ein bisschen von der Action übrig. Okay, ich werde auf dich warten, verstanden? Ich bin so dumm, stur bis zum bitteren Ende. Ich sollte mich in solchen Situationen wirklich femininer verhalten und mich retten lassen. Hehe, aber es wäre ja nicht mein Ziel, oder? Leute, viel Glück. Okay. Ah, langsam sieht er doch hier immer mehr nach Endkampf aus. Wen haben wir denn jetzt nur noch? Euch vier. Boah, wer hier verschwindet auch noch? Wer presser geht? Hallo? Oh Mann. Ja. Einer nach dem anderen wieder weg. Wer noch irgendwie überleben. Da war eine Truhe, glaube ich. Boah. Boah.
hochgelernt. Ground Dasher. Oh, geil. Ja, gut. Und hat Genesis jetzt auch schon alle Zauber gelernt, die wir bis jetzt lernen können. Sixer, Bams. So. Wer nimmt mir Pressfire auch weg? Sterne in der Elben. Vor allem, wir haben für sie gerade extra eine Kleidung bekommen, hallo? Ich glaube ja nicht, dass sie einfach so voll weggeht. Das stimmt, war ja stärker, ne? Ja, mehr Verteidigung ist besser, glaube ich. So, und hier mal ein Speicherpunkt, da kommt wie gerufen. Würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.